Zauberspruch kaufen. Ja, 23.000. Magie vertreiben. Entfernt bei allen Kreaturen im Sichtfeld des Zaubern alle Zaubersprüche. Stunde der Kraft 15.000. Eile, Heldentum, Schild, Steinhard und Segen auf all deine Charaktere. Das ist schon schick. Kriegen wir hier irgendwo 7.000 zusammen? Wenn wir ihn den ganzen Schnickschnack verkaufen würden, wahrscheinlich. Ja. Rüstungsklasse plus 7. Das will ich nicht unbedingt verkaufen. Das kann weg. Der Dolch ist keine 7.000 wert. Ja, wir können noch ein bisschen was töten. Die Werwölfe hier müssten eigentlich gut was bringen. Frage ist halt nur, wie sehr wir das überleben. Aber wir können ja mal eine so eine Gruppe da hinten holen. Genau, ihr da. Feuerball. Trifft gar nicht. Oh, das ist nicht schön. Feuerball. Na also. Und? Ja, doch, auf die Hälfte runter. Kann man nicht meckern. Du gleich nochmal. Wusch. Okay, nicht ganz so dramatisch wie bei den Geistern und Skeletten, aber hey. Dürfte sich läppern. Jetzt müssten wir hier umfallen. Jo, eine tot. Riesenwerwolf. Feuerball da hinten. So, jetzt aber die dicken, sonst haben wir gleich ein Problem. Ja, Problem ist da. 24 Schaden. Gucken, wie viel Gold die gleich bringen. Aber ich glaube, so 100 plus waren da schon drin pro Werwolf. Also je nachdem, welche Stufe halt. So. Mürrim, weil sie am meisten Glück hat. Oh ja, doch. 219 und Ringe und was weiß ich. Schön, schön. Jetzt müssen wir nur noch ein, zwei Kisten. Ah, da ist eine Kiste. Und dich tackern wir mal runter. So, eine Kiste mit eventuell tödlichen Fallen. Aber Telekinese. Was zur Hölle? So kenne ich das nicht. Okay. Du. Tod auferwecken. Also ja, das war jetzt eine Überraschung. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir mit Telekinese aus der Entfernung Türen und Kisten öffnen können, ohne dass uns die Fallen erwischen, aber Pustekuchen. Du. Kraftheilung. Die Kraftheilung scheint bei ihr nicht zu wirken, weil sie ohnmächtig ist. Das ist nicht schön. Oder hast du minus zigtausend? Du hast minus eins. Also eigentlich hätte sie beim geteilten Leben schon anteilig von ihm Lebenspunkte abbekommen sollen. Hat sie aber nicht, oder es war zu wenig, was ich nicht so wirklich glaube. Und auch bei der Kraftheilung hat sie nichts abbekommen. Das heißt, es zählt nur bei Charakteren, die nicht K.O. sind. Das heißt, bevor wir diese Geschichte machen mit Trefferpunkte teilen und dann hoch pushen, müssen wir den einzelnen Charakter, der K.O. ist, erstmal wiederbeleben. Also, ne, aufwecken. Ah, das ist ein wenig ärgerlich, aber gut, muss ich mir einfach nur merken. So, wow. Jetzt haben wir das Geld. Nur leider ist unsere Identifiziererin K.O. Warum blinkt das jedes Mal? So, den kriegt Gerogon. Giftresistenz plus 17. Kenn ich nicht. Aha. Dass sie etwas nicht kennt, ist schon mal gut. So, du. 13 plus 8. 12 plus 14 ist besser. Ja, komm, das sind Feuerresistenz. Wir haben ja einen Drache anzugehen und so. Das kann auch weg. Und die Krone. Kenn ich nicht. Ist die Krone irgendwas Wichtiges, Questtechnisches? Ich weiß nicht.
Wäre irgendwie anzunehmen, sonst hätte er nicht jedes Mal so ein Plingengeräusch gemacht. Gleich mal gucken. Wir laufen erstmal in die Stadt zurück, sobald ich hier oben den blauen Punkt mir angeguckt habe. Was bist denn du? Ein Spiel des Schicksals. Spiel des Schicksals. Ein Packen alter, schwerer Tarotkarten. Hehe. Ja, das ist so ähnlich wie die Genie-Lampe. Kann sehr interessant sein, kann sehr tödlich sein. Und wo kommst du denn her? So. Geht ja mal gar nicht. Also 14.000 haben wir. Das wird genug geben, denke ich mal. Giftresistenz plus 17. Ne, komm, das verkaufen wir lieber. Wir brauchen schon Giftresistenz. Das kann auch mal weg. Ich weiß nicht. Kenn ich nicht. Oh. Schon wieder, was du nicht kennst. Was macht der Brunnen hier? Permanente 5 Magieresistenz. Okay, jetzt nur noch Gift. Ist doch Gift, oder? Nee, krank. Krank kannst du eigentlich heilen, nur haben wir keine Saarpunkte mehr. Hätte ich vielleicht vorher schlafen sollen, hm? Wie viel braucht denn Krankheiten heilen? 15. Wie viel bringt denn ein Zaubertrank? Du hast jetzt einen. Du hast jetzt 11. Ein Zaubertrank gibt nur 10 Zauberpunkte. Ah, das ist mau. Na gut, testen wir mal. Kannst du jetzt noch Krankheit heilen? Nein. Das wäre ja auch zu praktisch. Also müssen wir die Krankheit jetzt anderweitig loswerden. Das heißt Tempel. Weg, weg. Rüstungshändler. Oh, da. Jetzt gib mir ganz viel Gold. Die Waffen bitte nicht anfassen. Lord Kilburn Schild. Oh. Ho, 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 ho. Sehr gut. Und nicht genug Gold für den Zauber. Lord Kilburn Schild, da haben wir einen Auftrag für. Und zwar finde Lord Kilburn Schild und kehre damit zu Wilbur Humphrey in Burg Ironfist zurück. Das können wir gleich abgeben. Nur der Zauber. Ja, wir können auch den Ramsch verkaufen. Und du verzaubern Ring XY. Ausdauer plus 10. Was hast du noch so? Glück plus 4, Ausdauer plus 7. Glück plus 1, der kann weg. So. Ich weiß nicht. Kenn ich nicht. Der kann so weg. Du kannst verkaufen. Kann ich dir beim Suchen helfen? Weg, 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 weg. 16.000, sehr schön. Komm bald wieder. Also. Wir warten jetzt hier. Licht, die Magie des Guten. Kaufen den Zauber nicht, weil er weg ist. Tag der Götter, da ist er. Das ist aber ein anderer. Wendet gleichzeitig Kraft, Meditation, Reaktion, Glückstag, Präzision und Schutzengel an. Auf Expertenrang dreifacher Fähigkeitswert. Was noch eine Menge ist. Stunde der Kraft, da wäre der andere. Gleichzeitig Eile, Heldentum, Schild, Steinhard und Segen. Tag der Götter hat nichts Negatives. Stunde der Kraft schon, weil da ist Eile mit bei. Und sobald die Eile ausläuft, sind halt alle schwach. Ich glaube, ich gucke erstmal Tag der Götter. Dann haben wir auch ein bisschen mehr noch auf der Portokasse, weil wir müssen auch die Helden jetzt alle noch entkrank halten. Das kostet auch ein bisschen Gold. Ja, also gekauft. Okay. Gelernt. Nicht gezaubert. Und nicht gezaubert. Ja. Du. Nicht genug Zauberpunkte. Ich sehe ein Muster. Schlaft mal kurz in der Taverne und hofft das Beste. Hallo, bis morgen dann. Nicht genug Zauberpunkte. Dürfen wir nach Hause? Ich will nur nach Hause.
Ja, ist doch albern. Baust du ein Pferd? Freehaven, Pferde? So. Freehaven hat nur keinen Tempel. Baust du ein Pferd? Burg Ironfist. Burg Ironfist ist gut. Da wollen wir eh hin. Was für ein Heckmeck. Also, wir gehen jetzt krank, wie wir sind, zu Lord Wilbur Humphrey. Geben das Schild. Und dann gehen wir zum Tempel, der dahinter ist. Eigentlich sollten wir es andersrum machen, aber das ist unseren Helden langsam egal. Die sind jetzt krank, 4-5 Tage lang vor einem Stallkampf hier. Denen ist das sowas von egal. Halt, Meister Nikolai Ironfist, Prinz und Erbe des Throns. Lord Kilburn. Ah, es ist ein trauriger Tag, wenn ein so edler Ritter solchen Monstern zum Opfer fällt. Du hast gute Arbeit geleistet, den Schild zu mir zu bringen. Ich werde dafür sorgen, dass er und seine Männer aller Ehren enthalten, die ihnen zustehen. Ich bin tief in deiner Schuld und du hast mein Wohlwollen im Rat. Hier ist deine Belohnung. Wohlwollen im Rat, das heißt, von seinem Handlanger haben wir jetzt schon mal einen Daumen hoch, wenn wir in Freehaven zum Ratshaus gehen würden. Der Hohe Rat. Nun ja, du hast meine Stimme im Hohen Rat. Ich traue dir unbedingt. Das ging ganz schön schnell. Ich habe einen Boten zu Slicker Silvertongue geschickt, der in meinem Namen für dich abstimmen soll. Ich bin leider zu beschäftigt und muss mich in anderen Gelegenheiten kümmern. Ich bin sicher, dass du mit allen Problemen und Missverständnissen, die sich ergeben könnten, alleine zurechtkommst. Ja, richtig. Ha. Okay. Aber der Name ist schon ein wenig irreführend. Nee, nicht wirklich. Slicker Silvertongue heißt sein Vertreter im Rat. Es ist so wie der aus Herr der Ringe mit der Zunge. Da, ne? Kann man sich eigentlich auch schon fast denken, was hier für einer ist. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? So, einmal gesund werden, bitte. 10.000. Können wir uns jetzt von hier aus direkt nach Mist porten? Das ist nicht Mist. Können wir uns von hier aus direkt nach Mist porten? Nein. Judy. Dann probieren wir es einfach mal per Schiff. Weil ich würde schon ganz gerne zu einer höheren Feuergilde, um dort einen Verbrennenspruch zu lernen. Willkommen an Bord. Silver Cove, nein. Willkommen an Bord. Wir sind Freehaven, ja. Willkommen an Bord. Mist. So. Höhere Magiergilden. Wir haben hier Luft. Basisgilde Luft. Ja, da könnten wir auch einen schönen Spruch uns holen. Oder zwei. Oder drei. Aber erstmal hier. Feuerball, Feuerring. Ah, schade. Er ist nicht da. Ich wollte wirklich Verbrennen haben. Das ist ein Single-Target-Spruch, der sehr viel Schaden macht, aber auch sehr viel Mana kostet. Aber gut. Speichern wir erstmal ab und sehen uns gleich wieder.